Hallo, hier ist Ihr Lokalfernsehen aus Nordwestmecklenburg mit dem Studio der Regionalen Schule am Schweringer See in Bad Klein. Heute im Studio Laura Weinberg. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 45. Sendung 2016. Ich begrüße Sie heute zu unserer neuen Sendung. Wir Schüler der Regionalen Schule am Schweringer See in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für verschiedene Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauf folgenden Sonnabend laufend zu sehen. Die Sendegenehmigung hat der Heimatverein Bad Klein e.V. Heute bin ich, Laura Weinland, für die Moderation und den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera war in den Händen von Julia Manneru. Was haben wir heute im Programm? Marie Stegmann war am vergangenen Sonntag beim Darmschrauberkurs beim TÜV Nord in Gegelow. Im Anschluss haben wir von Wismar TV den Sport vom Wochenende übernommen. Jetzt aber erst in Infos aus Region, unter anderem die Notfalltelefonnummer des Zweckverbandes und der Wilmerkomm in Schwerin. Vorweihnachtlich hat der Heimatverein ein Weihnachtskonzert mit dem Benjamin Nolzer. Hier freuen wir uns, Sie alle einladen zu können zum 26.11., ein Samstag um 15 bis 16 Uhr in die Arche. Und Kaffee und Keks möchten wir mit diesem Weihnachtsprogramm alle Jahre wieder in Stimmung zu Weihnachten einfangen. Und ich bin sehr gespannt, was der Weihnachtsmann wohl bringt. Hoffentlich eine große Puppe, die auch Lieder singt. Und ihnen eine Freude machen. Gerne hätten wir die weißen Flocken draußen schon gehabt, Sturm und Kälte. Aber die Arche würde sich freuen, wenn wir Sie dort begrüßen können. Bringen Sie ruhig Ihre Familie mit. Es wird ein toller Nachmittag. Ihr Heimatverein Bad Kleinen. Bis dann. Äpfelnüsse, Pfefferkuchen, Weihnacht ist heran. Hab ein Bild gemalt für Mutti von dem Weihnachtsmann. Von der Druckstation Großstieten aus wird das Wasser verteilt in den Raum Dorf Mecklenburg-Zlimburg, Rotentor, Steffin, Rambo und Latzin. Zur anderen Druckstufe in Richtung Süden wird das Wasser Richtung Bad Klein. Über Kreuzung Niendorf ist die Verteilung verteilt. Hier ist der Zweckverband Prisma, Ihr Partner für Wasserversorgung, der Lieferant für mollige Wärme. Wir haben es auch schon mal gemischt gemacht, das hat nicht funktioniert. Bauen wir uns am einfachsten. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen des Blitz. Das ist Frau Susanne Lenk. Ich bin Alexander Fenner, ich bin der hiesige Stationsleiter. Hallo, wir sind heute beim TÜV Nord in Gigelow. An meiner Seite Alexander Fenner.
Hallo Herr Fenner, Sie sind hier der Leiter und was sind so Ihre Aufgaben? Also ich bin hier der Leiter der TÜV-Station des TÜV Nord in Geglo. Unsere Aufgaben sind die Fahrzeugprüfung gemäß § 29 StVZO im Volksmund TÜV. Wir machen die Abgasuntersuchung, die Fahrzeugprüfung auf Sicherheitstechnik und Ausstattung und auch Ausrüstung. Sie haben ja einige Veranstaltungen, zum Beispiel wie heute. Kostet sowas denn eigentlich Geld? Wir nehmen für so eine Veranstaltung wie den Frauenschrauberkurs, den wir heute durchführen, einen Unkostenbeitrag für Ausrüstung und Frühstück, mehr nicht. Das heißt also, die Veranstaltung ist mehr dafür da, das Bewusstsein fürs Auto zu öffnen. Und was können Sie uns zu dem Damenschrauberkurs 2016 und wie lange gibt es diesen Damenschrauberkurs schon? Also den ersten Damenschrauberkurs haben wir vor 7 Jahren durchgeführt, mit sehr starkem Interesse. Wir machen das für Frauen einfach deswegen, weil sie halt erfahrungsgemäß aufgeschlossener der Technik gegenüber sind und auch das Interesse mitbringen und wirklich lernen wollen. Das heißt, da kann man im Prinzip, wenn man das drin hat, wie dieser Zeichnungsnäher, wie das aussieht. Da ist jetzt heißes Wasser drin, ist das der Kühler? Nein, da ist ganz normal, hier ist Öl drin. Das ist der ölführende Bereich. Öl. Ja. Hier sind ungefähr bei diesem Modell 4,5 Liter Öl drin. Das ist ein offenes System, also kein geschlossenes, wo es jetzt nicht dampfen kann oder sowas. Sie haben auch eine Ölentlüftung. Aber das dauert trotzdem länger. Es dauert länger, ja, aber es funktioniert. Es funktioniert besser, als wenn ich so die normale Heizung anmache. Okay. Und ich weiß ja nicht, ob Sie eine Scheibenheizung haben. Das weiß ich nicht. Haben Sie auch gesehen. Vorne? Ja, vorne. Okay. Wenn man den jetzt so ansetzen würde, das sieht irgendwie falsch aus. Es hat im Prinzip auch ein bisschen den Hintergrund, dass über diesen Konus wird diese Felge bzw. wird diese Radmutter auch ein wenig fixiert. Sie fixiert die Felge. Also ist der Werdegang so, dass wir sagen, okay, wir veröffentlichen den Termin des nächsten Damenschrauberkurs, dass man sich dann, je nachdem, wer der Organisator ist, darüber anmeldet. Wir werden den immer durchführen. Wir bieten es aber auch Firmen oder Autohäusern an, das bei Ihnen im Autohaus oder eben auch hier zu machen, so dass die Klientel sich dann halt um die Kunden darum kümmert. Sicherlich muss man sich anmelden, weil es natürlich auch organisatorisch erforderlich ist. Was sind die Aufgaben beim TÜV? Also der TÜV ist nicht alleine nur für die Fahrzeugprüfung zuständig. Der TÜV ist auch zuständig für die Prüfung von Anlagen, Medizintechnik, Elektrotechnik. Im Gesundheitswesen sind wir über die MPU tätig. Das Kerngeschäft ist natürlich die Fahrzeugprüfung oder eben auch Schadengutachten. Und was meinst du mit Umweltschutz? Umweltschutz ist zum Beispiel das, was momentan groß in den Medien ist. Abgasnormen oder eben auch Emissionswerte, Schallschutz, Strahlungswerte, Elektrotechnik oder eben auch, ich sag mal, Verschmutzungen durch Betriebe oder eben Ablagerungen im Boden, die werden von uns dann auch geprüft. Und wie ist es mit den Handys? Schöne Frage. Sicherlich ist ein Handy ein Gerät, was Strahlung aussendet. Wir können aber im Prinzip davon ausgehen, nehmen wir jetzt mal die Batterien, die jetzt im Geschäft sind, also im Gespräch sind, raus, dass ein Handy, die Strahlungsemissionen so gering sind, dass keine Schäden für den Menschen entstehen. Also zumindest keine, die nachweisbar sind. Sie haben ja so einen alten Trabi. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, also alter Trabi kann man dazu nicht sagen. Das ist unser Dienstfahrzeug hier an der TÜV-Station in Geglo, den wir eigentlich aus nostalgischen Werten erhalten und einfach, weil es auch Spaß macht. Unsere Kunden finden halt den Bezug hier in Mecklenburg gerade mit einem Trabi passend. Kann man den Trabi auch mieten? Also sicherlich vermieten wir den Trabant nicht, weil das ist halt ein Sammlerstück. Da ist die Pflege und Wartung nicht mehr ganz so einfach wie früher. Es ist halt so, wenn ein Interessent kommt und sagt, ich würde gerne mal mit Trabant fahren, haben wir sicherlich nichts dagegen, nach einer kurzen Einweisung den mal mitfahren zu lassen. Was natürlich auch ab und zu genutzt wird, er wird ab und zu auch zu Hochzeiten eingesetzt, dass sich Hochzeitspaare sagen, ich möchte ganz gerne zum Standesamt mit Trabant fahren. Dann Dankeschön. Sie gehören auch zum TÜV Nord. Und was sind Sie genau? Ich bin Schaden- und Wertgutachter im Bereich Mecklenburg-Vorpommern. Und was macht man so als Schaden- und Wertgutachter? Ich erstelle Schadengutachten für beschädigte Fahrzeuge, im Kaskofall, im Haftpflichtfall, Gegenüberstellungen. Ich arbeite teilweise für Gericht, für Rechtsanwälte, Privatkunden, Werkstätten. Wenn Unfälle sind, werden Sie denn auch dazu gerufen? Für die Folge der Unfälle ja. Ein kaputtes Auto soll wieder repariert werden. Keiner weiß, ob es reparabel ist. Und wie hoch der Schaden eigentlich ist. Und das muss ich einschätzen. Das können wir nachher mal gucken. Wir brauchen ja mal einen Probaten, der was hat. Ne? Das Problem Nachlackierung kann dadurch auch passieren, dass beim Hersteller schon mal was passiert ist. Habe ich ein Auto gekauft, bin auch mal rumgegangen, spaßenshalber, oh Gott, was ist hier los? Ne? Da wusste ich aber, dass nie was passiert ist. Dass beim Hersteller schon mal was nachgemacht.
erzählen Sie etwas darüber. Letztendlich ist es immer für den Kunden, für den Fahrzeughalter. Und die ganzen Schäden werden in der Regel zu 99% über Versicherungen abgewickelt, gedeckt. Ja? Also sind die Gutachten letztendlich mal eine Regulierungsgrundlage, um einen Schaden zu beheben. Sie sagten gerade 99% werden, und was mit dem letzten 1%? Ja, es gibt auch außergewöhnliche Dinge, wo man für Kunden mal Bewertung von Fahrzeugen, wo die Kunden nicht wissen, welchen Wert das Fahrzeug hat, wo Leasingfahrzeuge zurückgegeben werden, die müssen ja auch begutachtet werden. All diese kleinen Dinge, die nebenbei laufen. Dann danke ich Ihnen und viel Glück für die Zukunft. Ihnen auch. Hallo, Sie sind heute auch beim Darmschrauberkurs im TÜV Nord in Gegelow. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Gemeinde Selmsdorf. Oh, gut. Und aus welchem Grund sind Sie heute hier? Ja, seit September bin ich auf ein Auto angewiesen und fahre damit zur Arbeit. Und ich möchte halt die Sicherheit haben, mein Auto kennenzulernen, dass ich dann so doof rumstehe. Wie hat es Ihnen gefallen? Ja, meine Erwartungen werden erfüllt, sind erfüllt worden. Ich lerne das Auto kennen, weiß, wie ich was zu überprüfen habe. Es gefällt mir sehr gut. Würden Sie wiederkommen? Ja, ich denke sogar, dass es gut ist, so alle 2 Jahre so einen Kurs zu machen, auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen noch eine unfallfreie Fahrt und bis in 2 Jahren, wenn wir uns wiedersehen. Aha, Dankeschön. Jetzt kamen die Filmbeiträge von Wismar TV, die wir in unserem Programm veröffentlichen. Beim Auswärtsspiel der Oberliga Nord gab es zwischen Germania Schöneiche und dem FC Anker Wismar ein Unentschieden. Anker holte zwar nur einen Punkt in Berlin, behält aber dennoch den 4. Tabellenplatz. Am 19. November steht mit dem VSG Altglienicke der derzeit Tabellenerste auf dem Rasen um 13.30 Uhr im Kurt-Bürger-Stadion. Zum 42. Mal kämpften die Skatfreunde am Wochenende um den Städtepokal des Deutschen Skatverbandes. 23 Mannschaften aus ganz Deutschland machten sich auf, um in der Markthalle am Hafen um die Punkte zu kämpfen. Dass es sogar eine Skat-Bundesliga gibt, mag zunächst verwundern. Doch Skat ist nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Sport, der Training und taktisches Geschick erfordert, genau wie andere Sportarten. Die Vorstellung, Skat werde in verräucherten Kneipenhinterzimmern gespielt, ist überholt. Wer regelmäßig Skat auf höchstem Niveau spielen möchte, braucht schon alleine wegen der hohen Konzentration, die dieses Spiel verlangt, eine gute körperliche Verfassung. Dass in Wismar der Städtepokal ausgetragen wurde, lag am Sieg des SC Karo Bube Wismar im Jahre 2014. Im vorherigen Jahr verteidigten die Wismarer ihren Pokal mit Bravour. Zum 3. Mal kämpften die Wismarer Skatbrüder um diese Trophäe. Der Austragungsort gefällt. Lassen deswegen die anderen Wismar gewinnen? Es ist nicht so einfach. Wir waren ja nach 3 Serien, waren mit 2.500 Punkten zurück. So, und haben in der 4. Serie ein unfassbares Ergebnis mit 9.600 gespielt. Dadurch sind wir da natürlich auf 1 gerutscht und mussten jetzt hinten zusehen, das sauber gegen den 2. und 3. Nach Hause zu fahren. In diesem Jahr ging der 3. Platz an die Skatfreunde aus Bünde, Silber zu den Hildesheimern und der Pokal dotiert mit 800 Euro erneut an den Wismarer SC Karo Bube Wismar e.V., Siegen verpflichtet. Also es ist unglaublich, da ja bei uns 2 Leute ausgefallen sind, hat man gesagt, ja gut, okay, wir gucken mal, was kommt. Wir haben unser Ergebnis reingebracht, aber die anderen liefen weg. Und dann, dann musst du so eine Serie fahren, wie wir sie gefahren haben, um dann zu sagen, wir sind oben dran, jetzt gucken wir, was in der letzten Serie passiert. Und es war, ja, da haben wir es, hat super geklappt, ja. Am Ende der 2,5 Spieltage erfreuten sich die Skatfreunde noch am Gesang und der Musik von Vivian Marnitz und Nifan. Die Abiturienten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums erhielten den Erlös der Tombola als Spende fürs Abifest. Eine schöne Geste des SC Karo Bube.
Am siebten Spieltag der dritten Liga der Handballerinnen bewiesen Wismars Damen endlich, dass sie noch siegen können. Beim Heimspiel gegen den HSV Minden-Nord erlebten die 430 Zuschauer ein spannendes Duell. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Abwehr der Gastgeber führten erstmal die Gäste. Danach besannen sich Wismars Damen und spätestens nach der 24. Minute beherrschten sie das Spiel. Dass sie auch schnelle Angriffe absolvieren können, sah man beim Gleichstand 12:12 und dem danach folgenden 13:12. Nach der Pause blieb Wismar weiterhin in Führung und baute diese aus. Es gab einfach schönen Handball zu sehen. Justine Steiner hielt ihren Kasten sauber. Vivian Erdmann netzte 20 Mal souverän ein. Auch die zwei 7-Meter-Bälle kamen ins Netz. Überhaupt hatte man bei diesem Heimspiel das Gefühl, die TSG hat ihre alte Sicherheit wiedergefunden. Es gab tolle Kombinationen zu sehen. Die Verteidigung der Wismarerinnen stand, auch wenn sie insgesamt 10 Strafminuten kassierte. Ein Handballspiel wie zu alten Zeiten, könnte man sagen. Hoffen wir, dass die Mannschaft ihre Unsicherheiten verloren hat und wir in den nächsten Spielen eine souveräne TSG erleben. Dieses Spiel gewannen sie erfolgreich mit einem 28:21, das zweite Erfolgserlebnis in dieser Saison, auf das die TSG den mittleren Teil der Tabelle wieder erklimmt, denn die nächsten 15 Spieltage werden entscheiden, wohin sich die Mannschaft bewegt. Nach dem Spiel gratulierte Mindens Trainerin Andrea Leiding Wismars Damen. Ein Stein vom Herzen fiel wohl Trainer Menk Exner. Ja, wir haben es ja schon gegen Haresley angedeutet, 15 Minuten lang, was wir spielen können. Wir haben heute auch noch viele Fehler gemacht, aber durch den Kampf haben wir das Spiel bestimmt und auch ganz verdient gewonnen. Nun geht es zu zwei Auswärtsspielen nach Travemünde und nach Oldenburg. Zum nächsten Heimspiel am 3. Dezember erwartet die TSG Wismar die Handballgemeinschaft Aufschlag Kropp-Tetenhusen um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch. Von Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm laufend zu sehen. Ihr Lokalfernsehteam der regionalen Schule am Schriner See. Und tschüss, bis zu meiner nächsten Sendung. Ihre Laura Weinhorn. Hallo, jetzt haben wir für Sie die Info aus Bad Klein. Heute vom City Pizza Bistro in der Fichener Chaussee. So, hier stelle ich vor unsere 50 cm Party Pizza. Und mit jeder Bestellung 50 cm Pizza kriegt jeder Kunde einen Wein gratis. Unser City Pizza Service im ganzen Sommermonaten, wir haben ab 11 bis 22 Uhr geöffnet. Spaghetti Bolognese. Für 3,50 Euro. Das war unser Bericht. Die Pizza Bistro ist zu erreichen unter der Telefonnummer Bad Klein 0384235833. Das Team freut sich auf Ihren Besuch oder Anruf. Freizeit, Spaß, Party und Sport. Wer hat das nicht gerne? Jung sein bedeutet für dich auch Schule. Also verlier keine Zeit. Denn mit Geld spielt man nicht. Die Produkte der Aachen Münchener Versicherung erhalten Sie exklusiv bei mir. Manfred Stein, Buchenring 2 in Bad Kleinen. Telefon 038 423 51444. Und nochmal. Mit Geld spielt man nicht. Telefon 038 423 51444.